Liebe Gemeinde, Johannes schreibt aus seinem Exil auf der Insel Patmos ein Werk, in dem er die Zukunft der Welt vorstellt. Es ist kein Brief, den er schreibt. Es ist auch kein Roman, kein Science Fiction. Es ist alles das und viel mehr. Und was er da schreibt, das soll die Christen Mut machen und sie trösten, aber auch aufrütteln, wach machen für das, was kommt. Johannes hat 7 Gemeinden vor Augen. Gemeinden, mit denen er sich verbunden fühlt, die er gut kennt. Jede Gemeinde ist besonders. Keine gleicht der anderen. Und doch ist das, was er den 7 schreibt, nicht nur für sie gedacht. Er verfasst 7 sogenannte Sendschreiben, gesonderte Briefe, eine für jede Gemeinde. Ein dieser kurzen Briefe geht an die Gemeinde in Pergamon. Aber eigentlich ist nicht Johannes der Absender und nicht die Gemeinde der Adressat dieses Briefes. Es ist Jesus Christus, der seinen Brief an den Engel der Gemeinde schreibt und den Jesus Johannes diktiert. Die himmlische und die irdische Welt sind für Johannes durchlässig. In der Johannes-Offenbarung wird der Vorhang geöffnet und uns wird ein Blick in die himmlische Welt gewährt. Johannes wird beauftragt, niederzuschreiben, was er aus dieser himmlischen Welt erfährt. Seine Gemeinden sollen wissen, was im Himmel über sie gedacht wird. Ich lese uns einen der Briefe vor, den Johannes im Auftrag des auferstandenen Johannes, des auferstandenen Jesus, an die Engel der Gemeinde in Pergamon schreibt. Schreib an die Gemeinde, an den Engel der Gemeinde in Pergamon. So spricht der Herr, der das scharfe, doppelschneidige Schwert hat. Ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem bekennst du dich zu mir und hast deinen Glauben an mich nicht geleugnet. Das geschah nicht einmal zu der Zeit, als mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Bei euch, dort, wo der Satan wohnt. Aber etwas muss ich dir doch vorwerfen. Bei dir gibt es Leute, die die Lehre des Biliam folgen. Er brachte Balak bei, wie er die Israeliten zu Fall bringen konnte. Sie sollten das Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet worden waren. Und sie sollten Hurerei treiben. Solche Leute gibt es auch bei dir. Leute, die an die Lehre der Nikolaiten festhalten. Ändere dich also, sonst werde ich bald gegen dich vorgehen. Mit dem Schwert meines Mundes werde ich diese Leute bekämpfen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Außerdem gebe ich ihn einem weißen Stein. Auf dem Stein steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Liebe Gemeinde, wie werden wir durch den Winter kommen? Wie wird der Krieg in der Ukraine weitergehen? Wohin wird die Inflation uns noch führen? Wie gerne wüssten wir, wie die Welt kommenden Frühjahr aussieht? Wie gerne hätten wir so eine Glaskugel, in die wir einfach hineinschauen könnten und wir sehen, was in 6 Monaten ist. Die Frage nach der Zukunft hat Menschen schon immer bewegt, und besonders dann, wenn die Zeiten unsicher wurden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war so eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo Leute enorm verunsichert waren und nicht wussten, wie es weitergeht. In dieser Zeit entstanden 2 englischsprachige Werke. Es sind wohl die
mit die berühmtesten Werke des 20. Jahrhunderts. Der eine Roman trägt den Titel Schöne neue Welt und wurde 1932 von Aldous Huxley geschrieben. Der andere mit dem Titel 1984 schrieb George Orwell 1949. Beide Autoren haben ein düsteres Bild von der Zukunft der Welt. Und doch unterscheidet sich ihre Zukunftsvorstellung. Orwell warnt davor, dass wir von einer von außen kommenden Macht unterdrückt werden. Aber in Huxleys Werk braucht es keinen großen Bruder, um die Menschen ihre Selbstständigkeit, Vernunft und Geschichte zu rauben. Er glaubt, dass die Menschen ihre Unterdrücker lieben werden und die Technologien bewundern, die ihnen ihre Denkfähigkeit nehmen. Was Orwell fürchtete, waren diejenigen, die Bücher verbieten würden. Huxley befürchtete dagegen, dass es keinen Grund mehr gibt, Bücher zu verbieten, weil sowieso niemand mehr lesen wird. Orwell fürchtete diejenigen, die uns Informationen vorenthalten. Huxley fürchtete diejenigen, die uns mit so viel Informationen füttern, dass wir gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. Orwell fürchtete, dass die Wahrheit vor uns verborgen bliebe. Huxley befürchtete, dass die Wahrheit in einem Meer der Unwichtigkeiten ertrinkt. Orwell befürchtete, dass wir eine Gesellschaft der Gefangenen sind. Huxley dagegen, dass wir eine geistlose Kultur werden und wir gar nicht spüren, dass uns die Freiheit genommen wurde. Kurz gesagt, Orwell hat Angst, was von außen auf uns zukommt und uns mit Gewalt das nimmt, was uns wichtig ist. Und Huxley fürchtet, dass unsere Gesellschaft von innen her aufgelöst wird und Gleichgültigkeit dazu führt, dass die Machthaber mit uns tun können, was sie wollen, weil es uns alles egal ist. Als unser Johannes lebte, der diese Offenbarung geschrieben hat, war für viele Juden in Israel die Orwellsche Welt Wirklichkeit geworden. Eine fremde Macht, nämlich die Römer, hatten das Land erobert. Und die Juden hatten das Gefühl, sie konnten ihr Leben nicht mehr leben. Ihnen wurde Gewalt angetan. Nur scheinbar durften sie ihre Religion leben. In Wirklichkeit regierte aber nicht Gott und sein Gesetz, sondern die römischen Götter und deren Gesetze. Und darum gab es in Israel auch ganz viele Aufstände gegen die Römer. Am Ende wurde Jerusalem bis auf die eine Mauer, die heutige Klagemauer, zerstört und den Juden wurde ihre Heimat genommen. Ganz anders sah die Welt für die Menschen in der Stadt Pergamon aus. Ihr letzter Kaiser hatte die Stadt und das Umland an den römischen Kaiser vererbt. Also die Römer hatten das Land nicht überfallen, es war ihnen geschenkt worden. In Israel war Pontius Pilatus verhasst. In Pergamon gab es keine Kritik gegenüber den Statthalter des Kaisers. Im Gegenteil, schon früh hat man für die göttliche Roma, also für die Stadt Rom und für den göttlichen Augustus Tempel gebaut. Römische Lebensweise wurde verehrt. Wenn also der Kaiser sein Ego pflegen wollte, dann reiste er von Rom aus in den Nordosten seines Landes und konnte in Verehrung baden. In Pergamon war Huxleys Welt Wirklichkeit geworden. Die Menschen liebten ihre Unterdrücker. Was heißt hier Unterdrücker? Alle waren glücklich und zufrieden.
Niemand stellte irgendwelche Fragen, übte Kritik. Hätte man die Menschen in Pergamon gefragt, wie es ihnen geht, dann hätten sie geantwortet, wir leben in der besten aller Welten. Und das haben wir dem Kaiser in Rom zu verdanken und den römischen Göttern. Neben einem Tempel für die göttliche Roma und den göttlichen Augustus gab es in Pergamon einen Tempel für Zeus, den Göttervater, und auch ein Asklepios-Heiligtum. Asklepios bat man um Gesundheit. Als Symbol seiner Macht trug er einen Stab mit einem gewundenen Schlange. Kennen wir heute noch dieses Symbol. In Pergamon und ganz Kleinasien verehrte man nicht nur die römisch-griechischen Götter, man schätzte auch die sexuelle Freizügigkeit der Römer. In Israel gab es nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ein frommer Jude heiratete, um Kinder zu bekommen. Seid fruchtbar und mehret euch, so lautete Gottes erstes Gebot in der Bibel. In Pergamon und anderswo im römischen Reich lebte man seine Geschlechtlichkeit aus, so wie man es gerne wollte. Jeder sollte doch nach seiner Fasson glücklich werden. Ob es nun 2 oder 70 Geschlechter gibt, wen interessiert das? So liebten die Menschen in Pergamon ihre sexuelle Freiheit. Sie liebten dafür den Kaiser in Rom und verehrten die Götter. Vieles war für sie sowieso göttlich. Die Sexualität ebenso wie die Medizin. Dank der Römer hatte man ein gutes Leben. Wie gesagt, die Menschen in Pergamon lebten wie in Huxleys Roman in einer schönen neuen Welt, die sie den Römern und dem Kaiser verdanken. Alle waren glücklich und zufrieden. Doch da gab es eine kleine christliche Gemeinde, denen schreibt Johannes, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Liebe Gemeinde, es ist etwas anderes, ob ich in einer Welt lebe, in der die meisten Menschen das Gefühl haben, unterdrückt zu werden, also ob ich in einer Orwellschen Welt groß werde, wie die damaligen Israeliten, oder ob ich mich in einer Welt wiederfinde, wie sie Huxley beschreibt, in der alle glücklich und zufrieden sind und gar nicht verstehen, dass jemand diese schöne neue Welt kritisiert. Die Menschen in Pergamon sagen, die Regierung wird es schon machen. Selbstdenken ist unerwünscht. Niemand kommt überhaupt auf die Idee, sich seines Verstandes zu gebrauchen, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu entkommen. Man liebt diese Unmündigkeit, weil man vor dem sich fürchtet, was geschieht, wenn man zu viele Fragen stellt. In dieser Welt war die kleine christliche Gemeinde ein Fremdkörper. Niemand verstand, warum sie so waren, wie sie waren. Warum sie alles kritisierten, hinterfragten und für schlecht beurteilten. Was wollten diese Christen eigentlich? Ist doch alles gut. Die Regierung sorgt für uns. Warum alles hinterfragen und kritisieren? Das bringt die Menschen doch nur auf dumme Gedanken. Johannes ruft die Christen in Pergamon auf, die Welt als eine satanische zu durchschauen. Der Satan ist klug. Er gaukelt den Menschen eine schöne, heile Welt vor. Denkt nicht nach, sagt er, hinterfragt nichts, macht das, was doch alle tun. Seid solidarisch, Selbstdenken ist unsolidarisch. Querdenken mag keiner. Welche Konsequenzen es haben konnte, wenn man diesem Rat nicht folgte, hatte ein Christ mit Namen Antipas erfahren. Er hatte diese schöne neue Welt allzu laut widersprochen. So einer mag keiner. Man machte ihn mundtot, bevor er andere verunsicherte. So tötete man den treuen Zeugen, sagt Johannes,
der den bezeugte, der selbst der treue Zeuge ist, der Erste der Toten, der neugeboren wurde, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich gerne noch über Biljam und Balak und die Nikolaiten etwas erzählen. Aber ihr wisst ja, keine Predigt über 20 Minuten. Nur so viel. Johannes kritisiert, dass viele Christen in Pergamon versuchen, unter dem Radar der Behörden zu bleiben, indem sie sich so weit wie möglich der Gesellschaft anpassten. Einfach auch die Feiern mitfeierten, die die anderen feiern. Einfach so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und auch zum verborgenen Manna ließe sich einiges sagen, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich komme aber zu dem weißen Stein, den ihr gerade erhalten habt. Weiß, warum? Nun, weil weiß im Johannesevangelium die Farbe für den Himmel ist. Der Himmel wird uns gegeben, so wie uns der Stein gegeben wurde. Wenn Jesus Christus den Christen in Pergamon zu verzweifeln drohen, dann erinnert Jesus Christus sie an diesen weißen Stein. Und mit diesem weißen Stein daran, dass er ihnen das ewige Leben schenkt. Den Himmel kann ich mir nicht erarbeiten. Er wird denen geschenkt, die nicht der Welt folgen, sondern an Jesus Christus festhalten. Der Stein erinnert auch daran, dass Jesus Christus der Eckstein ist, den die Bauleute, also die Menschen auch in Pergamon, verwerfen, der aber zum Eckstein geworden ist, auf den Gott sein Reich aufbaut. Und auch die Christen in Pergamon werden ja wie Jesus Christus verworfen. Und dann heißt es, auf diesem Stein wird unser Name geschrieben werden. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit, für Gottes Ewigkeit. Darum erhalten wir einen neuen Namen. Damit ist klar, es wird im Himmel nicht einfach so weitergehen, wie wir hier auf dieser Erde gelebt haben. Etwas Neues beginnt. Und wie dieses Leben sein wird, das weiß niemand. Es ist uns verborgen. Und wie wir den neuen Namen erst erfahren, wenn wir gestorben sind, werden wir auch erst nach unserem Tod wissen, wie dieses ewige Leben ist. Und wie Jesus von Petrus sagt, dass er auf diesen Stein seine Gemeinde bauen will, so sind wir ein Stein in dem wunderbaren Gebäude des Reiches Gottes. Also der Stein erinnert euch daran, wer ihr seid und wer ihr einmal sein werdet. Johannes sagt den Christen in Pergamon diese Worte nicht nur zum Trost. Im Himmel wird es alles besser, deswegen müsst ihr hier mal ein bisschen standhalten. Nein, er sagt ihnen diese Worte, damit sie kritisch bleiben gegenüber dieser Welt. Damit sie sich nicht der schönen neuen Welt, die ihnen davor gegaukelt wird, anpassen. Wie gesagt, in Orwells Welt weiß jeder, dass irgendwas nicht stimmt. Die Menschen spüren die Unterdrückung. Anders in Huxleys Welt. Alle sind glücklich und zufrieden. Niemand versteht, warum man sich nicht so verhält wie alle anderen, warum die Christen nicht einfach mitmachen. Ist doch alles in Ordnung. In Pergamon sind doch alle glücklich und zufrieden. Warum ihr Christen nicht? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, sagte der deutsche Philosoph Theodor Adorno. Und für die Christen in Pergamon gibt es kein richtiges Leben im falschen Leben.
Natürlich leben wir nicht in Pergamon und auch nicht im zweiten Jahrhundert nach Christus. Wir leben hier in Deutschland, in Uelzen im 21. Jahrhundert. Unsere Welt unterscheidet sich deutlich von der damaligen. Und doch schreibt ja Johannes seinen Brief nicht nur an die Christen der sieben Gemeinden. Er hat immer die ganze Christenheit vor Augen. Und so ermahnt Johannes uns, nicht alles mitzumachen. Wir sollen kritisch bleiben, unsere Gesellschaft hinterfragen. Denn Menschen sind keine Götter, auch keine Halbgötter in Weiß. Politiker dienen dem Bürger und nicht der Bürger den Politikern. Medien haben zu berichten, was ist und nicht das, was die Mächtigen gerne hören wollen. Johannes vertröstet die Christen nicht mit einer schönen neuen Welt. Er sagt nicht, ertragt einfach alles. Christus macht uns in der Johannes-Offenbarung Mut, laut zu widersprechen, wie sein treuer Zeuge Antipas. Paulus sagt an einer Stelle im Galaterbrief, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn Christus in mir lebt, dann bin ich immun gegen diese schöne neue Welt, von der Huxley warnt. Der Satan ist gut darin, uns Menschen eine schöne neue Welt vorzugaukeln, damit wir ein falsches Leben im Falschen leben. Der weiße Stein erinnert uns daran, dass Gottes Welt eine andere ist. Amen.